Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Attack of the B-Team. Wir haben ja das letzte Mal ein paar Körperteile gefunden. Ich weiß nicht, was ich mit denen tun soll. Ob ich die schon mal irgendwo lagern soll. Und wir gehen jetzt, denke ich mal, wieder zurück. Wir müssen in diese Richtung gehen. Hier haben wir noch ein paar Setzlinge. Das Blaue möchte ich mitnehmen. Brauchen wir überhaupt? Was brauchen wir nicht? Alraune. Schneeglöckchen. Das nehmen wir mit. Wir haben ein Schneeglöckchen. Also gehen wir ein bisschen hier nach Norden und dann nach Westen. Und schauen wir mal, was wir noch so finden hier. Es sollte irgendwo Dracheneier geben, wo man sich Drachen holen kann. Aber ob man so einen findet direkt oder nicht, keine Ahnung. Ich denke nicht so schnell. Und wir haben einen neuen, oh nein, wir haben einen Hut, den wir schon hatten bekommen. Ja, zwei haben wir von denen. Okay. Da drüber gehen wir jetzt. Was sind wir eigentlich für ein Tier? Wir sind kein Tier. Wahrscheinlich, weil wir so einen Huhn schon mal getötet haben, verwandeln wir uns nicht mehr sofort wieder in diese Kreatur. So, ja, jetzt gehen wir zurück in unser Gebiet. Das sollte eigentlich hier oben sein. Upsala. Hier ist schon das Haus. Ja, es ist dort oben. Gut. Setzen wir das Schneeglöckchen. Was haben wir sonst noch? Tomaten. Setzen. Kaffeebohnen setzen wir nicht. Die sind völlig unnötig. So, also tun wir mal den Schrott hier rein. Und werden jetzt kurz die Diamanten farmen. Können wir gleich noch kurz schlafen. Dieser Baum ist ein bisschen komisch. Fällen wir zuerst mal diesen Baum. So. Schlafen. Genau. Bitte die Setzlinge geben. Dankeschön. Und wo ist jetzt diese Höhle? Wir tun hier mal noch ein paar Ananas hinsetzen. So, und gehen in diese Höhle hinein. Ja, die hat was. Immer ein bisschen Aluminium mit, genau. Sehr schön. Und wenn wir doch in diese Höhle auch weitergehen, machen wir doch die Monster noch an. Das geht, glaube ich, nicht so gut. Wir können aber die benutzen, dann geht's gut. So, 10 Erz. Oh, haben wir sehr viel hier. Ja, Thermal Expansion, den Mod kenne ich überhaupt nicht. Aber es müsste etwas mit Temperaturen sein und so. Lassen wir uns überraschen.
Ja, da können wir so viel abbauen, bis uns schwindelig wird. Es gibt ja so viele Erze hier. Das ist Wahnsinn. Ein Schlaraffenland. Das reicht jetzt mal. Ich wollte ja die Diamanten hier holen. Nehmen wir noch den Quantum Dust mit. So, wo sind die Diamanten? Ist es? Ah, hier. Okay. Da haben wir schon mal sehr viele Diamanten. Schon ganz am Anfang. So, sehr schön. Und was ist das? Silizium. Nehmen wir mit. Redstone nehmen wir mit. Noch ein bisschen 10 Erz. Gebt mir diese Diamanten, bitte. Was ist denn das? Wie viele Diamanten finden wir eigentlich? Gott, oh Gott. Da können wir direkt eine Rüstung bauen. Aber wir machen zuerst eine Eisenrüstung. Und hier unten haben wir noch einen See. Was haben wir denn hier? Wir sinken direkt ein. Ja, hier haben wir verschiedene Rohstoffe. Ich möchte aber gerne wieder nach oben und irgendwo anders runtergehen, in eine Höhle oder so. Ja, also gehen wir wieder nach oben und suchen eine andere Höhle, die tiefer reingeht. Ja, wo haben wir denn hier eine Höhle? So, das Eisen gießen wir. Ich habe keine Kohle. Ein Schwert bitte. Dann eine Spitzhacke bitte. Ja, wir haben 21, wir könnten eigentlich eine Diamantrüstung machen. Und jetzt noch einen Helm. Für Schuhe reicht es nicht mehr, ja. Aber egal, wir haben jetzt mal schon was. Den Diamanten legen wir jetzt einfach hier rein. Da haben wir wenigstens einen. So, und können dann die Monster anmachen. Das Weichchen setze ich hier irgendwo hin. Und wir gehen in eine Höhle. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Gehen wir ein bisschen hier nach Westen. Hier waren wir noch nicht. Dann können wir direkt die Monster anmachen. Oh, wir haben einen nicht eingesammelt. Hier. Hier ist zum Beispiel eine Höhle mit Kohle drin. Oh, ist keine Höhle. Aber die Kohle möchte ich gerne mitnehmen. Die ist schon wichtig. Ah, hier haben wir doch eine Höhle. Aber auch nicht weiter.
Ja, leider ist sie auch nicht viel größer. Kann ich mich hier wieder hochbauen? Wir haben keine. Wir müssen irgendwelche Baumaterialien hier haben zum Hochstecken. Und vielleicht ist hier hinter dem Gravel ein bisschen etwas Blei zum Beispiel. Silber. Hier ist ferröses Erz. Was sind das? Ferrius, glaube ich. Das. Auf Englisch so heißt. Ja, haben wir Lapis Lazuli. Nehmen wir auch mit. So. Und jetzt gehen wir wieder weiter nach oben. Eisen. Hier haben wir den komischen Stein. Limestone. Ich möchte gerne nach oben. So, wir sind wieder oben. Und jetzt, ich muss hier noch etwas wegwerfen. Jetzt können wir eigentlich direkt wieder nach Hause gehen, weil unser Inventar ist schon wieder voll. Ah, oh Gottchen. Rennen wir nach Hause. Machen uns eine Kiste. Und lagern wir das ein. Hier wächst alles schön. Eine Kiste für den Drago. So. Bep, oh, die können wir getrost hier reinlegen. So. Ferriöses. Gut, dann legen wir die rein. Steinhackes Ding. Und gehen wir jetzt mal in diese Richtung und suchen dort nach einem nach einer Höhle. Hier haben wir zum Beispiel einen Riss. Aha. Jetzt müssen wir nur noch über den Riss kommen. Nehmen wir noch die Kohle mit, die ist schon wichtig. So. Hier haben wir ein Gehirn. Hat's hier irgendwo eine Höhle? Ich brauche doch eine Höhle. Was ist das? Weg damit. Hier haben wir einen Berg. Hat's hier auch eine Höhle? Ich brauche doch eine Höhle. Eine schnucklige kleine Höhle. Ja, toll, jetzt sind wir schon im Eisgebiet und haben nichts gefunden. Ja, hier können wir besser eine Höhle sehen.
Aber scheinbar gibt es keine Höhlen für uns. Ja, hier. Komm schon, eine Höhle. Ja, Sackgasse. Ja, dann graben wir uns einfach unten hinunter. Bei uns im Haus einfach nach unten. Fertig. Da nehmen wir noch ein bisschen Bambus mit. Ah, hier haben wir ein Dorf, ein zweites Dorf. Hier haben wir einen Kirschbaumwald. Na ihr, diese Ranken sehen gut aus. Efeu. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass das Efeu wäre. Oh, eine Pferderüstung. Äpfel. Gut so. Was haben wir sonst noch hier? Eine Höhle. Gehen wir in die Höhle rein. Noch mehr Diamanten. So, was haben wir denn hier? Gold, 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 Gold. Option, Geräusche. So, ist besser. Noch mehr Diamanten. Also Diamanten zu finden ist recht leicht. Scheinbar. Ich weiß nicht, ob das positiv sein soll. Ich finde es fast ein bisschen zu leicht. So, dann können wir mal Monster anmachen. So. Nehmen das Fossil mit. Da können wir sicher irgendwas herstellen. So, und das ist auch Limestone. Ich möchte aber etwas Besseres. Da ist noch etwas Weißes. Permafrost. Oh Gott, es verteilt sich ja. Aha. Permafrost, Frozen Meat. Stalagmit. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Noch ein bisschen Kohle. Aber keine Monster irgendwie. Hier höre ich Lava. Aber wo? Gehen wir ein bisschen tiefer. Hier haben wir ja Blei. Okay. Oh, hier hört sich das schon ein bisschen schlimmer an. Irgendwo hier muss Lava sein. Und was ist das? Peridot.
hier drüben. Also unten. Heißt Stone. Ah, hier ist der Permafrost. Aha, das ist gar kein Lava. Das ist Öl. Dort ist Lava. Nehmen wir noch das Permafrost hier mit. So. Farn Seeds, Eisenbrustplatte. Oder Eisen. Schuhe waren es. Oder nein. Ach, komm. Eisenbeinschutz halt. Mir kam das Wort gerade nicht in den Sinn. So, ich brauche doch langsam ein paar Gegner. Wo gibt es hier Gegner? Wir haben bald 64 Diamanten. Und hier ist Sackgasse. 43 Diamanten haben wir schon. Hier haben wir noch etwas Olivinerz. Nehmen wir auch mit. Haben wir noch Platz? Ja. Oh, nein, 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 nein. Peridot bitte mitnehmen. Dann gehen wir hier mal geradeaus. Suchen wir mal ein paar neue Gänge. Oh, schöner Wald, also auf der Karte sieht man dort einen hellblauen, hellgrünen Wald. Hier ist nix. Gehen wir mal zur Lava. Hier muss irgendwo Lava sein. Das ist Marble. Nehmen wir jetzt nicht mit. Irgendwo hier unten. Hier haben wir Fossilien. Peridot, Dankeschön. Irgendwo hier ist doch die Lava, die höre ich doch die ganze Zeit. In diese Richtung. Ja, jetzt habe ich sie wieder verloren. Komm, noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Und dieses Zeugs. So. Dann halt Steinaxt fortschmeißen. Für die ganz vielen Redstone. Okay, dann teleportieren wir uns halt wieder nach Hause. Und spielen wieder friedlich. So, also haben wir ein bisschen Sachen gesammelt. Schade, dass wir keine Monster getroffen haben. Aber macht nichts. Wir gehen nochmals kurz zum Dorf. So, alle.
alles reinlegen, das wir können. Sehr schön. Gut. Und jetzt gehen wir nochmals zum Dorf. Haben wir Essen, ja. Ich will mir das Biom ein bisschen anschauen. Komm schon, hallo. Dorf. Jetzt müssen wir noch durch die Eiswüste. Ich sehe das Dorf nicht, es ist mir entschwunden. Sind wir so weit weg gerannt? Hätte ich jetzt niemals gedacht. Ah ja, hier drin ist doch meistens eine Truhe, ja. Holen wir uns die Truhe. Okay, nicht gescheites. Was ist das? Eberesche. Okay. Und hier haben wir sogar noch eine Palme. Nehmen wir die Palme doch mit. Dort ist das Dorf, gut. Ja, und schauen wir das Biom dann noch an. Keinen Palmen sieht. Schade. Ah, hier haben wir noch ein paar. Ja, okay. Ich möchte gerne die Palmen Seeds bekommen. Ah, schade. Müssen wir eine andere Palme finden. Also schauen wir jetzt dieses Biom hier noch an. Hier haben wir eine Trauerweide. Die nehmen wir auch mit. Die sind, glaube ich, grün. Grüne Stämme, also grünes Holz. Ja, grünes Holz. Hier haben wir noch ein paar Büsche. Gib mir ein paar Setzlinge. Los, schneller. So, das reicht. Hier haben wir einen Riss, eine Schlucht. Ja, hier hat es zwei dicke Eichen. Ein bisschen dickere Eichen, größere Eichen. Haben wir auch hier neue Baumarten. Ah, die Dinge bräuchten wir noch. Die Zuckerrohrpflanzen, so. Und schauen wir doch dieses mal an hier. Dieses Biom. Also grell, richtig grell. Haben wir hier irgendwo neue Bäume? Ah, das ist ein Friedhof, der ist nicht gut zum Verlassen. So, hier haben wir einen Riss. Mit Leiter nur Sachen, die wir schon haben. Dort im Norden hat es noch ein Biom, das möchte ich mir anschauen. Und sonst nehmen wir die Brombeeren noch mit. Ja, hier ist wirklich nichts Gescheites in diesem Biom. Aber in diesem Biom hier oben muss doch irgendwas sein. Oh, ich sehe fast nichts. So hohes Gras.
Ah, das ist so ein Art Sumpf. Sumpfwald. Dieses Biom ist Overgrown Ding und das ist River. Was ist denn hier oben? Komm, Biom. Wetland, also nasses Land. Okay. Hier haben wir alles Weidenhölzer. Oh, ich bin direkt auf die Seerose. Oh Gott, das ist nicht gut. Wir brauchen noch ein bisschen Fichten, Setzlinge. Da ist etwas Rotes dann. Ach komm schon. Nicht so hoch. Noch höher. Oh Gott. Ich brauche dich ganz. So. Dann können wir direkt noch eine neue Axt bauen. Also mache ich hier mal kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich.